In Thailand ist Patrick Retzer auf dem Weg zu Heinz Nowak, um ihm von seiner neuen Eroberung zu berichten. Doch auch Heinz hat eine Überraschung. Ich begrüße euch. Hallo, Sawadikap. Habe ich euch gestört, oder was? Nein. Schaut ihr einen Film, oder was? Ja. Dali, are you afraid now? You've got the camera for you? Ja, sehr, was willst du jetzt einen Film geschaut, oder? Ja, 6 Filme. Mehr geht eh nicht mehr, oder was? Nein, mehr geht nicht mehr. Okay, ja. Na ja, gut. Was habt ihr gemacht? Wie geht's? Was ist passiert? You want how we are you? We are good. I say we are good feeling. Yeah, we good feelings. Stay yes. together. Ah, okay, yes. Okay. Him good take care, good everything. Oh, you take care of my friend. No, him take care only me. Oh, okay. Yeah. Cool. Him good everything. Yes. Okay. Him good man everything. Oh, yeah. Okay. Ja. Ja, kannst du schon immer fragen, nicht? Nein, ich bin komplett perplex, Alter. Was macht der Fernseher eingeschalten? Ja, habt ihr nichts anderes zum tun, oder was? Nachdem ist der Fernseher immer gut. Zum Einschlafen, oder was? Hat mich so glücklich gemacht, wie ich schon lange nicht war. Ich war eigentlich essen und so ist sie drinnen gesessen alleine und der Blickkontakt und sie hat zurückgelacht und es war, wie wenn wir uns schon 10 Jahre kennen würden. Ich habe gesagt, können wir uns öfter treffen? Und sie hat gesagt, ich will mit dir länger beieinander sein. Und ist rausgefahren, hat sie ein paar Sachen geholt und hat gesagt, die Zeit, was du hier bist, will ich mit dir verbringen. Und so ist es entstanden, das Ganze. Es gibt halt Sachen, nicht? Da ist man verliebt. Ja? Yes? Sure. Naja, also es soll jeder wissen, was er will, was er nicht will. Ja. Für mich wäre Dame halt eher nichts. Ja, die ist mir ein bisschen stick. Stick? Naja, stick. Muss ich ganz ehrlich sagen, schau, für mich ist wichtig, dass eine Dame schlank ist, ja, einen flachen Bauch und wie man sagt, einen flachen Venushügel, ja. Naja, schaut, ich zeichne das jetzt da, ja. Wenn eine Frau über der Vagina gleich ein bisschen was Erhöhtes hat, ja, oder Vorgehobenes, oder wie man sagt, ja, das ist ja ein bisschen unattraktiv für mich. Muss ich ehrlich sagen, das ist aber nur mein Geschmack. Und das sehen Sie sofort beim ersten Kontakt und Blickkontakt? Naja, gut, wenn sie was Enges anhat, natürlich sehe ich das, das ist ja keine Frage. Ja. Ob das alles, ob die Dame wirklich Interesse hat oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das ist auch nicht mein Job. Wie schaut es aus? Ja. Naja, momentan natürlich. Ja. Momentan schaut das alles leibend aus. Ob es vielleicht für die Zukunft was wird oder nicht, oder wie er die Dame wirklich kennengelernt hat, ob das wirklich Liebe auf den ersten Blick ist, das ist nicht mein Ding. Das ist mir wurscht, ja, bitte sehr. Bis jetzt schaut alles gut aus. Ob es wirklich Interesse hat, das wird die Zeit zeigen. Siebter Himmel nach einem Tag, ich weiß nicht, wie lange die Dame kennt, das kann jetzt nicht sein, muss ich ihn dann nachher nochmal fragen, ob ein oder zwei Tage, ob er da vom siebten Himmel sprechen kann. Ja. Wie auch immer, jeden seins, ja, aber das ist natürlich nach ein, zwei Tagen ist das ein Blödsinn. Im thailändischen Pattaya haben sich unsere drei Österreicher Mario Orsolic, Patrick Retzer und Heinz Nowak zum Abendessen verabredet. Heinz ist glücklich. Immerhin hat die junge Thailänderin Apple schon einen ganzen Tag mit ihm verbracht und bekommt noch immer nicht genug von ihm. Mario interessiert sich mehr fürs Essen. Nein. Schweine? Nein. So. Was haben wir? Nein. Er weint schon. Wiedersehen. Das ist alles, was haben? Ja, ist schon immer, traurig. Ist schon traurig. Geh, immer da, das kannst du auch fressen. Ich hab da gesagt, ich will das jetzt nicht. In meiner Tochter gibt es andere Sachen auch. Ja. Na wo? Wo sind die? Schweinsbraten oder was? Ja. Nein, ich will nicht Reis schon wieder. Was ist das da? Ich will nicht Hühnchen. Ich glaube, sie frisieren doch Hühnchen. Moment, oder schau. Ich übersetze es. Es gibt Reis oder Reis. Und Hühnchen. Ja. So in der Richtung, ey. Was na, bestellt sie. Ich mache immer noch was anderes drin. Bestellt sie wie erst. Ich frisst schon seit einer Woche Reis und Hühnchen. Schau, ganz einfach. Gegrillt oder frittiertes Huhn. Ja. Mehr gibt's nicht. Der Speisekarten ist zum Vergessen, alles nur auf Thailändisch, nicht einmal auf Englisch dort steht oder was. Und nur Thai-Gerichte. Ja, es ist schon am dritten Tag nur Thai. Ich will was anderes damit essen. Nicht?
Nicht nur immer Reis und Hühnchen, Hühnchen braten, Hühnchen geschnitten, Hühnchen frittiert. Ich will kein Hühnchen mehr sehen. Das ist ja Wahnsinn, nicht? Ich kann nicht da drei Tage lang Hühnchen fressen und Reis fressen. Ich hab ihm gesagt, ich will das nicht. Ich geh da nicht jeden Tag Hühnchen und Reis fressen. Hühnchen, maximal Beef. Das ist übrigens das Gleiche fast oben. Da gibt es auch Speisekarten, oder nur thailändisch. Nicht einmal englisch. Das soll ich essen, ich kaufe mir dann was anderes, weil ich will da nichts. Es gibt da genug Lokale, österreichische Lokale, deutsche Lokale, man kann auch alles essen da, nicht? Man kann eine Bohnenwurst essen, man kann ein Schnitzel essen, man kriegt ja alles da in Thailand. Also ich brauche nicht jetzt nur thailändisch essen, weil ich in Thailand bin. Das mache ich nie, ich tue nicht in Österreich auch nur österreichisch essen. Ich gehe in Österreich auch zum Italiener oder was auch sie oder zum Chinesen in Österreich auch. Nicht? Deswegen kann ich da was anderes da essen. Es ist ja fürchterlich mit den Leuten. Und endlich kommt auch Patricks neue Flamme Mew im Lokal an. Dem Wiener fällt ein Stein vom Herzen. Schließlich ist die Schönheit aus Pattaya spät dran. Und er hatte schon befürchtet, dass sie ihn doch noch versetzt. Stolz präsentiert er seine Eroberung und möchte seinen Freunden auch gleich vorführen, wie man eine Frau für sich gewinnt. Und zwar mit Komplimenten. Während Heinz Nowak still auf seiner Wolke 7 sitzt, wirkt Patrick plötzlich wie im Liebesrausch. Mario. Hallo. Mio. Hallo, Mio. Bitte sehr. Mio? Mio. M-E-W. Bitte sehr, Heinz. Hallo. Heinz. Keine Ahnung, wie sie heißt. Wie heißt denn eigentlich überhaupt? Apple. Jetzt sehen wir uns ganz ehrlich. Sehr erotische, weiße Hose, schlank, sexy top, bisschen Glitzer. I just look on your top. Ja, sexy top. Also, tja, das Weiße mit dem Braunen, das ist einfach erotisch. Das ist ein super Kontrast. Can you turn around? Ja, das ist das, was ich meine. Warte mal, gib mir mal 5 Minuten her. Das ist mein Beil da. No. Can you turn around? I want to see your back. Ja, yes. Wenn man da natürlich ein bisschen dann vielleicht von der Unterwäsche ein bisschen an, wie soll ich sagen, einen Abdruck sieht, ja, da kann man sich schon ein bisschen geistig vorstellen, wie das erotisch sein kann, dann, wenn man natürlich dann miteinander sich kennenlernt zusammen zu Hause. Ja. Grundsätzlich kann man dann schon ein bisschen sich überlegen, naja, das könnte schon passen, sexuell, erotisch wird das sicher alles leibend passen, ja, würde ich jetzt sagen. Aber schauen wir mal, ja. Das Problem ist, wenn man da natürlich sich zu viel erwartet, ist man vielleicht enttäuscht. Ja? Aber grundsätzlich, das ist alles erotisch, sexy, alles super tipptopp. Aber du musst investieren, gell? Investieren tun wir gerne in schönen Damen. In die Brust. In die Brust, ja, das brauche ich nicht investieren, weil kleine. 2000 Brust. Schau, kleine Brüste. Naja, gut, aber Entschuldigung, was mache ich, wenn ich jetzt auf kleine Brüste stehe? Ja, genau, jeder hat das, was er will. Ja, genau. Wenn ich erst. Hören wir mal zu. Ja. Wenn ich auf kleine Brüste stehe, brauche ich nichts investieren. Ja, sehr wohl. Passt. Danke dir. Danke sehr. Gut, in diesem Sinne. Mahlzeit. Mahlzeit.